Die Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen. Erst vor 9 Jahren errichtet für gut 600 Strafgefangene und Untersuchungshäftlinge. Hier sollen Insassen schwer misshandelt worden sein. Foltermethoden. Methoden, um Menschen zu brechen. Das ist auch weit mehr, als ich mir jemals hätte vorstellen können, dass sowas passiert. Die Vorwürfe lauten unter anderem Tritte und Schläge durch Bedienstete. Gefangene, die nackt weggesperrt werden, in Sonderzellen ohne Tageslicht. Ein Gefangener gibt an, nur einen Becher Wasser am Tag erhalten zu haben. Ein Skandal, der jetzt auch die Politik erreicht hat. Bayerns Justizminister Georg Eisenreich steht unter Druck. Diese ehemaligen Gefangenen berichten uns von Gewalt durch Bedienstete. In einem Fall soll die Situation eskaliert sein. Ein Gefangener hat wegen Schmerzen einen Arzttermin, er wartet vor dem Behandlungszimmer. Dann kommt ein JVA-Mitarbeiter und schickt ihn weg. Also hat offen mit Gewalt gedroht. Ich habe gesagt, ich bewege mich von hier nicht, ist mir egal, was sie machen. Und dann ist er auf mich los und hat halt seinen Knopf gedrückt. Und dann kamen sofort zig Beamte auch von der Sicherheit und haben auf mich eingeprügelt. Also aus allen Richtungen kamen Schläge und Tritte. Die haben mich dann gefesselt. Und selbst als ich mit Handschellen und allem gefesselt war, haben die noch weiter auf mich eingeschlagen und auch tatsächlich ins Gesicht getreten. Gefesselt ins Gesicht getreten. Ein zweiter Häftling berichtet von Blutlachen, die er aufwischen musste. Beide haben ihre Aussagen eidesstattlich versichert. Die damalige Anstaltsärztin Katharina Bauer hat nach wenigen Monaten gekündigt. Sie konnte nicht mehr aushalten, wie die Gefangenen in bestimmten Zellen behandelt wurden. Die bekommen nichts, um sich waschen zu können. Die gehen nicht duschen. Wenn einer da tagelang da drinnen ist, teilweise Wochen, wenn die unten im Keller die Tür aufmachen, das rieche ich im zweiten Stock, dass da ein Mann seit Wochen ist, der nicht gewaschen ist, ja. Also die kratzen sich teilweise die Haut, weil wenn sie sich mal mehrere Tage nicht waschen können, juckt's halt irgendwann. Vieles soll sich in den besonders gesicherten Hafträumen, kurz BGHs genannt, abgespielt haben. Sie befinden sich im Keller der Anstalt. Kein Fenster, ein leerer Raum. Der Grund, Gefangene sollen sich oder andere nicht mit Gegenständen verletzen können, wenn sie aggressiv oder suizidgefährdet sind. Nur bei psychischen Ausnahmezuständen dürfen diese Zellen von der JVA genutzt werden, ausnahmsweise kurzzeitig. Hier sollen sie jedoch oft lange und auch als Strafmaßnahme genutzt worden sein. Auf unsere Anfrage dazu teilt die JVA mit, man gebe dazu keine Auskunft. Unsere Recherchen belegen, das bayerische Justizministerium war bereits seit mehr als einem Jahr über einige der Vorwürfe informiert. Am 18. Oktober 2023 schilderte Anstaltsärztin Katharina Bauer in einer Mail an das Ministerium, wie Gefangene komplett nackt, ohne Nachthemd und Unterhose weggesperrt wurden, ohne Matratze, Kopfkissen und Decke, auf dem nackten Betonboden. Sie schreibt, für mich sind diese Verhältnisse menschenunwürdig. Bauer informierte das Ministerium in ihrer Mail auch darüber, dass Gefangene ohne rechtliche Grundlage im BGH eingesperrt wurden. Zum Schluss appelliert sie eindringlich an das Ministerium: Ich bitte Sie, hier nicht wegzuschauen, sondern etwas zu unternehmen. Justizminister Eisenreich sagt, er sei von dieser Mail nicht unterrichtet worden, aber sein Amtsleiter habe Kenntnis von dem Vorgang gehabt. Das Ministerium leitet die Angelegenheit an die Staatsanwaltschaft Augsburg weiter. Nach 9 Monaten Vorermittlung wird der Fall zu den Akten gelegt. Für den Strafrechtler und Kriminologen Professor Henning Müller ein klarer Fehler. Wenn die Staatsanwaltschaft bei zureichenden Anhaltspunkten nicht ermittelt, dann macht sie sich selber strafbar wegen Strafvereitelung. Hier kommt der Vorwurf ja nicht von den Betroffenen selbst, sondern aus der Anstalt selbst von einer Insiderin, die dort unmittelbar beteiligt war, um das gesehen hat. Also, und die nicht einen anonymen Hinweis gibt, sondern die ja mit ihrem Namen auch dafür steht. Die Mail der Ärztin enthielt noch ein weiteres pikantes Detail. Die Decke und die Matratze liegen vor dem Haftraum. Wenn eine Kontrolle durch den Folterausschuss erfolgt, werden diese in den Haftraum verbracht. Wir treffen Rainer Dopp, Chef der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter, die im Jahr etwa 130 Haftorte in Deutschland inspiziert. Er erinnert sich, dass sein Inspektionsteam auffällig lange warten musste, als es im August 2024 die JVA betreten wollte. Am Tag drauf kamen Hinweise von Bediensteten, in denen stand, die nationale Stelle ist getäuscht worden. Die Zeit, die wir hätten warten müssen, sei genutzt worden, um
in den besonders gesicherten Hafträumen Unterwäsche und Matratzen auszulegen. Das hat uns noch misstrauischer gemacht. Am 13. August 2024 erhält auch das Ministerium einen anonymen Hinweis. Die Nationale Stelle zur Verhinderung von Folter sei getäuscht worden. Laut Ministerium wird Minister Eisenreich immer noch nicht informiert. Doch am 2. Oktober 2024 nimmt die Staatsanwaltschaft Augsburg das Verfahren auf. Am 24. Oktober durchsucht sie erstmals die JVA und beschlagnahmt Beweismittel. Der Justizminister gibt an, dass er erst jetzt von dem Vorgang erfahren habe. Deswegen habe ich bereits kurz nachdem ich über die Vorwürfe im Zusammenhang mit der JVA informiert wurde, angekündigt, dass wirklich rückhaltlos aufgeklärt werden muss. Doch nun gibt es neue Vorwürfe. Kontraster und der BR haben Kontakt zu Anwälten von Häftlingen aus der JVA Gablingen. Diese wollen ausdrücklich vor der Kamera erzählen, wie mit ihnen umgegangen wurde. Hallo. Ja, ARD Fernsehen, wir müssten angemeldet sein. Ja, können Sie bitte einmal die Ausweise drehen? Ja. Doch das Justizministerium erlaubt uns keine Filmaufnahmen, sagt, das gefährde die Persönlichkeitsrechte der Häftlinge. Getrennt durch eine Panzerglasscheibe dürfen wir ein Audiointerview führen. Ihre Fotos haben uns die Häftlinge zur Verfügung gestellt. Und das ist ab der ersten Minute in Untersuchungshaft sofort losgegangen. Mit einer Papierunterhose in einen leeren Raum reingeworfen worden, in einen dunklen, fensterlosen Raum rein. 10 Tage zu, kein Duschen. Hartinger wirkt im Besprechungsraum auf uns stark abgemagert. Sein Körper ist übersät von Ekzemen. Ich habe hier an die Justizbehörden mehrmals Anzeige erstattet, dass ich mit der Faust im Bauch geschlagen worden bin von einem Justizbediensteten. Und die Anstaltsdirektorin ist hier daneben gestanden und hat gesagt, ich bin hier das Gesetz, so läuft das hier. Gemeint ist die stellvertretende JVA-Direktorin. Auf Anfrage heißt es von ihren Anwälten, zu konkreten Beispielen äußern sie sich aktuell nicht. Sie weisen aber darauf hin, dass die stellvertretende Leitung für eine verantwortungsbewusste und respektvolle Behandlung aller Insassen einsteht. Die Anschuldigung menschenunwürdiger Unterbringung entbehrten jeglicher Grundlage. Es seien alle Entscheidungen stets zusammen mit ärztlichen oder psychologischen Fachkräften abgestimmt. Das Justizministerium bei längerer Dauer der Unterbringung in jedem Fall informiert gewesen. Häftling Angelo Jeremias beklagt sich über Arresthaft. Dann sind 6 Sicherheitsbeamten haben halt meine Tür aufgemacht. Waren sehr aggressiv, haben gesagt, ja, mitkommen und alles. Dann sage ich, hey, Moment mal, wohin mitkommen? Dann hat der Kleinste von denen gesagt, ja, in die Hölle des Südens. So haben die halt gesagt. Da sage ich, ja, wenn ihr mir nicht sagt, wo ich hingehe, dann gehe ich nicht mit. Dann hat er mich halt so gepackt und hat mich hochgezogen, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, also bin ich dann doch mitgegangen. Und dann war ich 17 Tage in diese Zelle da. 17 Tage war ich drin. Jeremias beklagt ebenfalls das Auftreten der stellvertretenden Anstaltsleiterin. Diese soll sich stets mit schwarz uniformierten, durchtrainierten Beamten der sogenannten Sicherungsgruppe umgeben haben. Die Anwälte der Gefangenen zweifeln an der rückhaltlosen Aufklärung. Selbst auf Fragen nach den Haftbedingungen schweigt die JVA. Ich habe dazu keine Auskunft bekommen, jedenfalls nicht dazu, wie man ihn haftmäßig untergebracht hat. Ist das üblich? Ist das normal? Ich habe es so noch nicht erlebt. Die JVA Gablingen hat sich zu allen Vorwürfen auf Anfrage nicht geäußert. An rückhaltloser Aufklärung lässt sich auch bei den strafrechtlichen Ermittlungen zweifeln, denn das Verfahren führt jetzt dieselbe Staatsanwaltschaft, die die Vorwürfe ursprünglich für nicht ausreichend gehalten hatte. Der Regensburger Strafrechtler Henning Müller sieht darin ein rechtsstaatliches Problem. Die einzelnen Staatsanwälte, die in der Behörde arbeiten, könnten befangen sein, insofern als sie ja gleichzeitig ermitteln in ihrer eigenen Sache, nämlich dass der Nichtaufnahme des Ermittlungsverfahrens vor einem Jahr. Und das erschien mir deswegen sinnvoll, eine andere Staatsanwaltschaft damit zu beauftragen. Der Minister könnte das anweisen. Er tut es aber bislang nicht. Heute dann melden die Nürnberger Nachrichten, die Staatsanwaltschaft in Nürnberg ermittelt nach 3 Strafanzeigen wegen des Vorwurfs von Misshandlungen durch Bedienstete in der JVA Nürnberg. Es soll unter anderem um Freiheitsberaubung, Nötigung und Körperverletzung gehen. Gablingen also kein Einzelfall? Bayerns Justizminister Eisenreich wird sich an seinem Versprechen auf rückhaltlose Aufklärung messen lassen müssen.